Führt das Intervallfasten dazu, dass wir wertvolle Muskelmasse verlieren? Das ist eine Frage, die häufig gestellt wird und eine Befürchtung, die viele Menschen haben, wenn sie mit dem Intervallfasten beginnen. Deshalb werde ich heute darauf eingehen, welche Wirkung das Fasten auf unsere Muskulatur hat, ob wir mit einem Muskelabbau rechnen müssen und wie sich ein eventueller Verlust an Muskelmasse verhindern lässt. Wenn du dich dafür interessierst, bleib auf jeden Fall dran und abonniere an der Stelle auch gerne meinen Kanal, um keine Videos zum Thema Intervallfasten mehr zu verpassen. Vorab ist wichtig zu erwähnen, dass sich diese Frage nicht nur um eine Oberflächlichkeit dreht. Eine starke Muskulatur ist nicht nur optisch eine Augenweide, sondern ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Da das Intervallfasten meiner Meinung nach weniger eine Abnehmmethode als ein Bestandteil einer gesunden Ernährungsweise ist, würde ein Muskelverlust der eigentlich gesundheitsfördernden Wirkung entgegenstehen. Dazu muss man sagen, der Hauptfaktor, der für den Auf- oder Abbau von Muskelmasse entscheidend ist, ist die Aktivität der Muskulatur selbst. Wenn wir mehr körperliche Arbeit verrichten als gewöhnlich, baut der Körper in Anpassung an diesen Reiz Muskulatur auf, um auf eine erneute Belastung besser vorbereitet zu sein. Bei Inaktivität hingegen kommt es schnell wieder zu einem Muskelabbau, damit nicht unnötig Energie verbraucht wird. Somit ist die Voraussetzung dafür, um einen Muskelabbau zu verhindern, eine kontinuierliche Beanspruchung der Muskulatur, beispielsweise durch ein regelmäßiges Krafttraining. Viele befürchten, trotz regelmäßigem Training beim Intervallfasten Muskeln zu verlieren. Hinter dieser Befürchtung steht die Beobachtung, dass der Körper bei langen Fastenperioden anfängt, Muskelprotein abzubauen und es zur Energiegewinnung heranzuziehen. Dieser Umstand führt ohne Frage zu einem Muskelabbau. Es wirkt sich aber nicht jede Art des Fastens gleich aus. Abhängig von der Fastendauer kommt es zu ganz unterschiedlichen Stoffwechselprozessen. Grundsätzlich ist der Körper, wenn wir für einen längeren Zeitraum keine Nahrung mehr zuführen, gezwungen, auf eigene Reserven zurückzugreifen, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Schauen wir uns an der Stelle einmal an, wie der Körper in Fastenphasen überhaupt Energie bereitstellt. Die meisten Gewebe des Organismus werden durch freie Fettsäuren aus der Lipolyse des Fettgewebes versorgt. Die Verwertung dieser Fettsäuren im Rahmen der Beta-Oxidation stellt die Energie bereit, wobei aus ungefähr 25% der Fettsäuren in der Leber Ketonkörper gebildet werden, die ebenfalls extrahepatische Gewebe, also Gewebe außerhalb der Leber, mit Energie versorgen. Hiervon ausgenommen sind Gewebe, die zwingend auf Glucose als Energielieferanten angewiesen sind, wie das Nervensystem und die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen. Für die Versorgung dieser Gewebe ist es wichtig, dass auch in Fastenphasen eine gewisse Mindestglucosekonzentration im Blut nicht unterschritten wird. Zu diesem Zweck finden in einer regelhaften Abfolge Stoffwechselanpassungen statt, die fließend ineinander übergehen. Zuerst setzt die sogenannte Glykogenolyse ein. Hierbei werden die kurzfristig verfügbaren Kohlenhydratreserven in Form von Glykogen in der Muskulatur und Leber zu Glucose abgebaut. Dabei kann das Leberglykogen als freie Glucose an das Blut abgegeben werden und so den Blutzuckerspiegel stabilisieren, während die Muskeln ihre Glykogenspeicher für sich selbst nutzen. Allerdings sind die Glykogenspeicher schon nach ca. 24 Stunden aufgebraucht. Danach ist ein anderer Stoffwechselweg erforderlich, um die Glucoseversorgung aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der sogenannten Gluconeogenese werden Nicht-Kohlenhydrate zur Glucosebildung herangezogen. Dazu zählen zum einen glukogene Aminosäuren aus dem Abbau von etwa 75 Gramm Muskelprotein. Dazu kommt Glycerin. Das Glycerin wird bei der Lipolyse im Fettgewebe freigesetzt, da das Fett in Form von Triacylglycerin vorliegt, die in je drei Fettsäuren und ein Glycerinmolekül gespalten werden. Und das dritte Substrat der Gluconeogenese sind Lactat und Pyruvat, die unter anderem aus der Glykolyse der Erythrozyten stammen. Bei einer länger anhaltenden Nahrungskarenz kommt es zu einer Reihe weiterer Anpassungen des Energiestoffwechsels. So gewinnt das Gehirn die Fähigkeit zur Verwertung von Ketonkörpern, da die hierfür erforderlichen Enzyme gebildet werden. Der Energiebedarf des Gehirns wird somit zu etwa 70% aus Ketonkörpern gedeckt, wodurch der Glukosebedarf sinkt. Dabei bleibt die Lipolyserate des Fettgewebes und damit die Glycerinbereitstellung für die Gluconeogenese weitgehend unverändert. Die Freisetzung von Lactat bzw. Pyruvat erhöht sich sogar um ca. 30%. Das bedeutet, es wird weniger Glucose gebildet, gleichzeitig stehen mehr Substrate für die Gluconeogenese zur Verfügung. Das ermöglicht es, dass weniger glukogene Aminosäuren in die Gluconeogenese fließen
und der Abbau von Skelettmuskulatur von anfänglich 75 auf 20 Gramm pro Tag bei längerem Fasten reduziert wird. Die Gluconeogenese ist somit der Stoffwechselweg, der für uns im Rahmen eines Muskelabbaus von Bedeutung ist, da die glykoplastischen Aminosäuren als Substrat aus Muskelprotein bereitgestellt werden. Nachdem wir die einzelnen Veränderungen des Energiestoffwechsels betrachtet haben, können wir sagen, dass es beim Fasten durchaus zu einem gewissen Verlust von Muskulatur kommt. Allerdings setzt der Proteinabbau erst ein, nachdem die Glykogenspeicher aufgebraucht sind. Dazu kommt, dass der Körper wahrscheinlich nicht sofort beginnt, wertvolles Muskelprotein abzubauen. Vorrangig werden fehlerhafte Proteine abgebaut, die ihre Funktion sowieso nicht mehr richtig erfüllen und sich früher oder später sogar negativ ausgewirkt hätten. Dieser Abbau von Proteinschrott erfolgt im Rahmen der sogenannten Autophagie und ist sogar sehr von Vorteil. Erst wenn keine fehlerhaften Proteine mehr zur Verfügung stehen, greift der Körper auf Muskelproteine zurück. Wobei der Proteinabbau, wie vorhin aufgezeigt, im Rahmen der Stoffwechselanpassung drastisch reduziert wird. Die Proteolyse zur allgemeinen Energieversorgung, also auch für die nicht-glukoseabhängigen Gewebe, erfolgt erst nach mehreren Wochen, wenn nahezu kein Fett mehr zur Verfügung steht. Dann kommt es zu einem drastischen Verlust an Muskelmasse, der letztlich zum Tod führt. Von diesem Stadium sind wir beim Intervallfasten natürlich meilenweit entfernt. Offen ist aber, ob es bei der kurzen Fastendauer beim Intervallfasten schon zu einem signifikanten Abbau von Proteinen kommt, welches dann in die Gluconeogenese eingeschleust wird. Der beste Weg, um eine Antwort zu erhalten, besteht darin, Menschen intermittierend fasten zu lassen und die Veränderung der Muskelmasse direkt zu messen. Deshalb werfen wir jetzt, nachdem wir die physiologischen Grundlagen des Fastenstoffwechsels betrachtet haben, mal einen Blick auf aktuelle Studien, die genau dies durchgeführt haben. In einer systematischen Übersichtsarbeit aus 2020 wurden die Ergebnisse von Humanstudien analysiert und zusammengefasst, in denen die Auswirkungen von Intervallfasten in Kombination mit regelmäßigem Krafttraining auf die fettfreie Körpermasse untersucht wurden. In den betrachteten Studien, in denen nach der klassischen 16:8-Methode gefastet wurde, konnte man keine Veränderung der fettfreien Körpermasse feststellen. Die Teilnehmer haben keine Muskulatur verloren und aufgrund des Krafttrainings genauso viel Muskulatur aufgebaut wie die Teilnehmer der Kontrollgruppe, die nicht gefastet haben. Daher schlussfolgern die Autoren, dass die fettfreie Körpermasse und damit die Muskulatur im Allgemeinen erhalten bleibt, wenn das Intervallfasten mit Krafttraining kombiniert wird. Zu einem anderen Ergebnis ist man in einer neueren, aber ebenfalls in 2020 veröffentlichten, randomisierten, kontrollierten Studie gekommen. Um die Effekte des Intervallfastens zu untersuchen, hat man eine Gruppe von übergewichtigen Erwachsenen in zwei Lager aufgeteilt. Die eine Hälfte war angehalten, die Nahrungsaufnahme auf ein Zeitfenster von 8 Stunden zwischen 12 und 20 Uhr zu begrenzen. Die Kontrollgruppe sollte 3 Mahlzeiten über den ganzen Tag verteilt zu sich nehmen. Nach dem Beobachtungszeitraum von 3 Monaten hat man die Veränderung der Körperkomposition in beiden Gruppen bestimmt und hierbei festgestellt, dass die Intervallfastengruppe deutlich mehr fettfreie Körpermasse verloren hat als die Kontrollgruppe, nämlich etwa 3-mal so viel. Dazu muss man sagen, dass die Studie recht gut konzipiert wurde. Sie wurde an Menschen durchgeführt, was positiv zu bewerten ist, da viele Daten zum Intervallfasten aus Tierstudien stammen. Zudem handelt es sich um eine randomisierte, kontrollierte Studie. Hochqualitative Studien dieser Art haben neben Meta-Analysen den höchsten Evidenzgrad, da sichergestellt wird, dass die Teilnehmer beider Gruppen ähnliche Eigenschaften haben und bekannte und nicht bekannte Einflussfaktoren gleichmäßig verteilt sind. Trotzdem finden sich einige Faktoren, die die Aussagekraft der Studie mindern. Zum einen schließt die Studie ausschließlich übergewichtige Personen ein. Daher lassen sich die Ergebnisse streng genommen auch nur auf übergewichtige Personen übertragen. Zum anderen wurde nicht überwacht, was die Teilnehmer gegessen haben, wie viel sie gegessen haben und ob bzw. wie regelmäßig sie Krafttraining betrieben haben. Insofern ist es möglich, dass die Teilnehmer der einen Gruppe mehr oder weniger Kalorien oder Protein zu sich genommen haben als die der anderen Gruppe. Oder dass in der einen Gruppe mehr oder weniger trainiert wurde als in der anderen Gruppe. Diese Faktoren könnten möglicherweise zu den Unterschieden zwischen beiden Gruppen beigetragen haben. Auch wenn der Großteil der Studien keinen Muskelabbau beim Intervallfasten angezeigt hat, bedarf es definitiv weiterer Studien, bevor man eine eindeutige Aussage treffen kann.
Meiner Einschätzung nach kann man intermittierend fasten, ohne Muskeln zu verlieren. Unter der Voraussetzung, dass man nicht in ein Kaloriendefizit rutscht, also ausreichend Kalorien und Protein zuführt. Wer Krafttraining betreibt, kann beim Intervallfasten auch durchaus Muskeln aufbauen. Allerdings kann es bei langen Fastenphasen herausfordernd sein, einen Kalorienüberschuss für den Muskelaufbau herzustellen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen. Wenn du jetzt mehr zum Thema Intervallfasten erfahren möchtest, schau dir gerne die entsprechende Playlist von mir an. Dort findest du alle Videos, die ich bereits zu dem Thema hochgeladen habe. Unter anderem zu den Getränken beim Intervallfasten oder den Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!